Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Silence. Wir haben in der letzten Folge aufgehört und haben in der letzten Folge versucht, die Lumis hier raufzubekommen. Und das haben wir letztendlich auch geschafft. Ich finde die Teile immer noch urshässlich, aber hey, was soll's. Deswegen werde ich die da hinten auch erstmal in den Tod schicken im Hintergrund. Okay, unsere Mission lautet es jetzt, die Lumis natürlich zu denen da hinten zu bringen, damit wir endlich durchs Tor gelangen können. Wir haben aber allerdings noch ein paar andere Möglichkeiten, die wir hier wahrscheinlich verwenden können. Was ist das? Was kommt eigentlich aus diesem Rohr raus? Hm. Er sagt einfach nur, ha, na gut. Nehmen wir mal den Faden mit. Oh, warte, was? Okay, wir können die Bank hier hinten. Was bringt uns das? Mache ich gerade was, was ich nicht machen sollte bisher? Ich kann nämlich die Bank dort anbinden. Komischerweise. Ganz weiß ich nicht wozu, aber klar, warum nicht? Wenn sie so clever sind, wie sie aussehen, werden sie darüber stolpern. Oh, die laufen bestimmt eigentlich im Kreis. Ich hätte mal schon davor mit denen interagieren sollen. Tja. Zu spät. Können wir den anderen hier runterschubsen eigentlich? Komm her, Freundchen. Wow. Oh, der ist wirklich tot. Tja. Der hat sich in den Tod gestürzt. Okay, andere Möglichkeiten haben wir ja hier nicht, um zu interagieren. Ja, wir machen das direkt mal. Hey. So, und jetzt bitte stolpern. Ich frage mich, wie man auf solchen Stummelbeinen überhaupt laufen kann. Tja, frage ich mich auch. So, da haben wir sie. Normalerweise hätten die wahrscheinlich nochmal rumlaufen müssen, aber okay. Man hätte das wahrscheinlich eher ein bisschen später checken sollen, dass man da mit der Bank zusammen ein Netz aufspannen kann, beziehungsweise ein Seil. Aber so ging's doch auch. So. Den beiden müssen wir jetzt auf jeden Fall die Lumis bringen. Mal sehen, ob sie die überhaupt haben wollen, weil das meint ja nur Rini, dass sie die gut findet, weil, wie gesagt, ich verstehe immer noch nicht, warum man die süß finden sollte. Von allen Kreaturen im Silence-Universum sind das die hässlichsten. Nach der Bienenkönigin. Ah, na gut. Okay. Ich mag übrigens die Musik sehr, die hier in dem Gebiet spielt. Die hat irgendwie voll was. Ah, die Musik in dem Spiel ist eh voll schön. Muss ich auch noch mal kurz erwähnen hier. Achtet man ja so mehr gar nicht drauf. Ich hab was für euch. Lumis! Warum feiern das alle? Wie putzig. Sowas von knuffig. Schau mal, wie komisch der brummt. Ich finde die halt null knuffig, ne? Ich finde die echt hässlich. Ach Gott. Naja. Oh. Was soll uns das jetzt sagen, dieser Tropfen? War der jetzt metaphorisch dafür gemeint, für irgendeine Aussage oder so? Oder bedeutet das, dass es anfängt zu regnen? Ha. Mal schauen. Mal sehen, wo wir jetzt überhaupt landen. Bei Rini wieder, okay. Oh, das Spot mit dem Splitter. Es regnet wirklich. Das war wirklich die Bedeutung dahinter. Aber voll schön, ich liebe Regen. Sieht richtig schön cozy aus. High five. Peng. Yay. Süß. Ja, nee, also ich finde gerade die Kombination aus so einem leicht sonnigen Wetter plus Regen plus Altstadt finde ich einfach super schön. Das sieht alles super aus. Als ich dieses Jahr in Schweden war, da sind wir ja mit Zug von Trelleborg nach Malmö, von Malmö nach Lund. Und das ist die Stadt, die ich jetzt erwähnen wollte, Lund. Super schöne Stadt übrigens. Und da hatten wir ein paar Stunden Aufenthalt, weil wir ein bisschen dumm waren und den Zug nicht gebucht hatten davor. Mussten wir erst da machen und dann haben wir irgendwie 3-4 Stunden Aufenthalt gehabt in dem Ort. Und bei der Rückreise irgendwie 5. Aber super schöne Stadt. Es hat an der Hinreise hat es einfach geregnet und ich bin da mit einem Regenschirm rumgelaufen. Ich weiß gar nicht, hatten wir uns einen Regenschirm gekauft? Warum? Ich hatte einen mit tatsächlich. Naja. Auf jeden Fall bin ich da dann ein bisschen durch die Straßen gebummelt. In so einer kleinen, schönen Altstadt. Und hab den Regen genossen. Das war ganz cool. Es war auch ein bisschen kalt nach der Zeit. Also, ja. Aber trotzdem schön. Okay, mal sehen, was uns jetzt erwarten wird. Wir haben jetzt ja eigentlich alles zusammen. Mir macht der Sucher immer noch ein bisschen Angst.
By the way, der ist anscheinend in diesem Auffangnetz gelandet. Anscheinend. Wäre ich mir unsicher. Ach ja. Da bekomme ich direkt schon wieder Lust auf Herbst. Aber ist ja bald soweit. August steht vor der Tür, da muss nur noch der Monat vorbei sein und dann haben wir ja schon mal Herbst. Beziehungsweise, bis sich der Herbst wirklich zeigen lässt, dauert es wahrscheinlich dann doch nochmal einen Monat. Fängt ja meistens gefühlt eher im Oktober an heutzutage, aber na gut. Hauptsache, es ist schön Herbst, Herbstfeeling an Halloween. So, oh, sieht echt schön aus. Wisst ihr noch, wie ich gesagt habe, dass ich das richtig hübsch aussehen finde? Der Regen, der toppt das gerade nochmal damit. Also nochmal direkt ein Ranking höher, der Ort. Gut, wir wollten auf jeden Fall... Hier müssen wir durch, Spotty. Und dann ist es nicht mehr weit zum Hafen. Genau. Könnte Spot eine kleine Brücke machen? Also eine kleine Brückeform hier? Nee? So gehen wir unter. Aber das klappt doch sonst immer. Das ist die Wasserstraße zum Hafen. Mhm. Da sollen Boote durchkommen? Kannst du schwimmen? Ich nur mit Schwimmreifen. Tja. Ja, und da sagt er gar nichts. Nein, nein, ich will nicht zurück. Achso, doch, er sagt was. Ich habe mich nur verklickt. Oh, das ist ja noch viel besser als ein Schwimmreifen. Ich habe das Gefühl, das würde gleichgewichtsmäßig nicht zu sehr hinhauen. Aber gut, vielleicht wirkt Spot noch ein bisschen mit. Weil wenn man sich so vorstellt, dass man auf einem Gymnastikball sich ins Wasser... Ja, nee, da würde sich halt die ganze Zeit drehen, ne? Durch die Reibung. Ah, naja. Mal schauen. Oh, ziemlicher Wellengang, ne? Blöd, dass der natürlich jetzt genau anfängt, wo wir da aufs Meer rauf wollen. Aber hey, wir haben schon mal ein Schiff, anscheinend. Oh, das ist eine coole Stimmung. Alles okay mit dir, Rini? Oh, schau, da kommen sie. Wer? Sam und Janus, da! Mit einem Rattenschwanzsuchern hinter sich. Huiuiui. Das sind so einige. Wir legen sofort ab. Ich muss nur noch das Schiff klar machen. Ah, wir nehmen die mit. Hilf uns mal, Spotty. Uiuiui. Kann er sich nicht ein bisschen länger machen? Aber als ob wir jetzt Sam und Janus wirklich hier lassen. Das finde ich ein bisschen unschön. Uiuiui. Ich hätte die gerne mitgenommen, eigentlich. Ich weiß nämlich nicht mal, wie man segelt. So, die Segel sind gesetzt. Da stimmt was nicht. Verdammt. Sam und Janus sollen mit. Also ich wäre auch dafür. Ich frage mich gerade, ob wir Kyra irgendwann überhaupt nochmal wiedersehen werden. Achso, ich habe gedacht, wir nehmen ihn jetzt so als Brett gefühlt. Okay, haben wir noch irgendwelche Interaktionsmöglichkeiten? Nö, können nur ziehen. Okay. Maus nach vorne legen und los. Wir müssen ihnen helfen. Nein, wir müssen uns beeilen. Hier geblieben. Oh, da haben wir sie. Ihr habt wohl gedacht, ich bleib ewig versteinert, was? Gedacht nicht, aber gehofft. Geh weg, du kannst uns nicht aufhalten. Stimmt, Cedric? Her mit dem Splitter! Nein, den brauchen wir müssen Silence zerstören. Niemals! Ich bin die Königin, ich bestimme! Ich lege das Schicksal von Silence nicht in die Hände eines Kindes! Runter vom Schiff! Was? Ihr sollt den Anker werfen und runterkommen. Den Splitter könnt ihr bei mir lassen. Dann geht ihr da rüber und löst Janus und Samuel ab. Ha. Oi, 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 oi.
Das ist ein bisschen unsympathisch von Kyra. Ich habe gehofft, dass man da nochmal irgendwie einen ordentlichen Pakt schließt untereinander. Weil, wie gesagt, ich mag ja die ganze Truppe an sich voll gerne, aber es ist halt... Es ist halt schwierig, ne? Cedric bietet die Stirn. Ja, ich würde halt lieber... Ich würde lieber Freunde bleiben mit denen, aber das wird, glaube ich, nichts mehr. Ich versuch's trotzdem mal. Wir können doch alle zusammenfahren. Ich meine, wir haben doch alle denselben Weg. Das ist ein Rebellenschiff und ihr seid Royalisten, also runter von meinem Schiff. Nein, runter vom Tau. Lass uns in Ruhe. Huiuiui. Cedric beschütze Rini. Rini, du bist Königin Tuvas. Machen wir das. Ich zähle bis drei. Dann schieße ich das Tor auf und hetze die Sucher auf dich. Nein! Sam und Janus sind doch dort. Keine Angst, Hochwohlgeborenheit. Das macht er ja doch nicht. Huiuiui, ja. Schicke Spot zu Kyra. Oh nein, das ist alles so... Oh Mann, das ist... Ich will wirklich nicht mit denen verfeindet sein, ne? Das ist ja das Problem. Und vor allem jetzt müssten... Ne, Sam und Janus haben ja nie was Schlimmes uns getan, sag ich mal. Die sind ja eigentlich noch Freunde von uns. Deswegen darf ich... Das mache ich nicht. Schickst Spot hin. Spotty, regel du das, okay? Oh nein, aber jetzt kommt er nicht mit, oder was? Ich lass mich doch nicht von diesem Wurm vertreiben. Vielleicht ja doch. Ihr sollt den Anker werfen und runterkommen. Wie er da steht. Oh, ich will aber Spot mitnehmen. War eine schlechte Entscheidung. Lächerlich. Na, das sagt sie jetzt noch. Lächerlich. In einer anderen Form vielleicht? Lächerlich. Hm, okay. Vielleicht jetzt? Das klappt doch ganz gut. Ich wusste nicht mal, dass Spot überhaupt Zähne hat. Nein! Verdammt! Zu spät. Tut mir leid. Was? No! Ich hätte lieber Janus und Sam aufopfern sollen. Nein! Oh nein, Spot. Oh nein. Das macht mich gerade echt traurig, ne? Ich hoffe, wir sehen den Burschen trotzdem irgendwann nochmal wieder. Ah, shit, ey. Es war jetzt so ein Moment, man musste irgendwen verlieren. Wieso lenkst du nicht zurück? Wieso rettest du Spot nicht? Noah würde ihn holen. Wozu? Wenn du den Spiegel zerschlägst, verschwindet er sowieso. Genau wie der Rest von Silence. Du bist feige. Noah würde alles für mich tun. Alles! Noah kann im Moment gar nichts tun. So sieht's aus. Du bist ein blöder Clown. Genau wie Noah immer gesagt hat. Ach, hat er das? Ich will nicht länger mit dir unterwegs sein. Ich will zu Noah! Na los! Zeig mir den Thronsaal! Mach doch was, du nutzloses Ding! Ja, natürlich trösten wir sie, weil ich verstehe Rini. Das hat mich gerade auch extrem traurig gemacht, als wir Spot verloren haben. Das ist unser Haustier sozusagen. Wenn man mir meine beiden Katzen wegnehmen würde, würde ich zu Tode weinen. Also von daher, trösten. Keine Zeit für Sentimentalitäten, das würde ich nicht antworten so. Ja, man muss echt sagen, seitdem er Cedric ist, ist er wirklich ziemlich unsympathisch in vielen Momenten. Und dann muss ich auch immer sagen, er tut mir ja auch manchmal leid, weil er ist ja so, ich hätte der König sein sollen und hier und das und ich bin so pessimistisch. Aber irgendwie hat er das auch verdient. Weil wenn er so ein Arsch ist manchmal, dann ist es eigentlich auch nur Karma an dem Punkt. Das habe ich doch alles gemacht, weil ich dich zu Noah bringen will. Dafür bin ich hier. Pass auf. Ich setz den Kurs und bring dich zum Spiegel. Na, danach zu Spot, okay? Obwohl, stimmt. Ich meine, er hat halt auch einen Punkt, ne? An sich, wenn wir Silence eh zerstören, dann existiert Spot ja eigentlich auch eh nicht mehr. Aber es ist trotzdem... Es wäre cooler gewesen, wenn er mitgekommen wäre. Aber man hätte halt auch nicht Sam und Janus aufopfern können. Also, das finde ich beides halt so. Finde ich beides schwierig. Ich weiß nicht, wo das Licht sein soll, das Shana meint. Da kommt man nämlich wieder zu diesem typischen Thema von, wie viel
ne, wie kategorisiert man ein Leben ein? Ab wann hat es einen Wert und ab wann einen höheren und ab wann einen niedrigeren? Es ist so, War technisch gesehen... Der Splitter zeigt den Weg zum Thronsaal durch das Licht, das das Meer mit Hoffnung erleuchtet. Welches Licht erleuchtet das Meer mit Hoffnung? Kein Licht weit und breit. Nur eine Wolkenwand. Ich probiere einfach mal was. Oh. Was ich sagen wollte, das war technisch gesehen einfach dieses Zugprinzip, wo man die Schienen wechseln muss. Und ob man dann halt eine Person rettet oder halt zwei in dem Fall jetzt. Aber ja. Ich hoffe trotzdem, wir sehen ihn nochmal wieder. Ich habe auf jeden Fall ein Achievement bekommen in dem Moment. Und da stand, es ist nicht leicht, grün zu sein. Tja. Der arme Spot. Den sehen wir schon noch wieder. Machen wir da mal jetzt nicht zu viele Sorgen. So, was soll ich jetzt hier erkennen können? Ich sehe hier nämlich gar nichts. Hallo? Ist einfach so ein Wimmelbild, aber ohne Wimmelbild. Ah, da habe ich ihn. Da sehe ich was. Sehr gut. Da ist ein Leuchtturm. Da ist ein Leuchtturm. Das Licht der Hoffnung, dass das Meer erleuchtet. Na klar. Hast du gehört, Rini? Wir müssen zum Leuchtturm. Zum Leuchtturm. Kurz vor Mond. Spot? Sadwick? Oh mein Gott, was? Wie süß! Spotty! Du bist wieder da, Spotty. Ich bin ja so froh. Toll! Ich will auch fliegen. Aber wie? Wow, wow, wow. Oh, wie süß er aussieht. Boah. Wie kann man eine Kreatur noch süßer darstellen lassen? Wie eine Motte im Wind. Ich habe jetzt Achievement bekommen. Hui. Aber hat sie das jetzt nur geträumt? Ha. Huh. Das scheint mir ein bisschen zu Happy End mäßig zu sein. Er sieht so süß aus. Los, nochmal! Oh. Aber voll süß. Oh. Ach ja, der Spot. Ja, aber ich weiß auch immer nicht, auch in jedem Film und so binde ich mich immer an Charaktere, die halt so, keine Ahnung, meistens dann Tiere sind oder so. Einfach, oh Gott. Ich komme mir hier vor wie ein R. Keine Ahnung, ich bin immer, das ist generell so eine Sache. Warte, ich erzähl's gleich. Oh, ist das süß. Ich kann nicht mehr. keine Ahnung, ich bin generell so ein Typ irgendwie, wenn im Film irgendwie, sag ich mal, ein Mensch stirbt oder so, dann denke ich so, okay. Aber wenn es so ein Tier ist oder so, dann wäre ich direkt emotional. Ich gebe dir Vorsprung. Spot, du bist zu langsam. Ich gebe dir Vorsprung, machen wir mal. Dass ich dich ganz schnell einhole? Passt bloß auf, ihr Wolken. Jetzt scheuche ich euch weg. Alle. Ich kann mir aber trotzdem vorstellen, dass das gerade nur ein Traum ist. Leider. Aber Spot sieht schon sehr, sehr süß aus als Motte. Aber ich finde Motten eh total cool. Ich bin sogar der Meinung, dass Motten die besseren Schmetterlinge sind. Wollen wir nicht. Sind beide auf demselben Ranking, würde ich sagen. Aber sind beides schöne Kreaturen auf jeden Fall. Kann ich die Schnelligkeit beeinflussen eigentlich? Ah, ich darf nicht in Wolken reinrasen, okay. Hurra! So, da unten.
Ja. Hatte ich ja schon gedacht. Kapitel 3 haben wir jetzt übrigens dadurch angefangen und Kapitel 2 beendet. Und das hat mich gerade ein bisschen emotional gemacht, bin ich ehrlich. Weil das hat mich irgendwie gerade darauf hindeuten lassen, dass wir Spot nie mehr sehen. Das Spot, ist traurig. Wo bist du? Komm runter, Rini, komm! Aber Spot ist weg. Wir müssen ihn suchen. Komm jetzt, wir sind kurz vorm Ziel. Oh je, da. Gut gemacht, kleiner Hüpfer. Natürlich müssen wir denen nochmal begegnen. Sie wollen den Splitter. Was soll ich machen? Ihn zuwerfen? Nein, lauf zum Leuchtturm. Schnell! Und du? Mir wird schon was einfallen. Geh jetzt. Nein, ich lass dich nicht allein. Geh zu Noah, Rini, zerschlag den Spiegel. Lauf los! Ich habe ja keine andere Auswahlmöglichkeit gerade. Tja, dann muss ich das wohl machen, ne? Hey, ist das dein Kopf oder hat sich dein Hals gerade übergeben? Wieso arbeitest du nicht auf einem Fischkutter? Als Gestank? Hat euch schon mal einer gesagt, wie überflüssig ihr seid? Wie Einbeinige auf einer Arschtrittparty. Oh wow. Ich sehe schon. Wir haben also heute die Verluste-Folge. Ist das eine Sache? Oben auf einem Leuchtturm gefangen. Von der Dunkelheit gejagt, suchst du ein Licht. Ich meine, der Leuchtturm spricht ganz gut dafür, denke ich. Frage ist halt nur, ob wir da reinkommen, ne? Na gut, ich würde auf jeden Fall sagen, in der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich das Spiel beenden, habe ich das Gefühl. Die Folge war sehr emotional, habe ich das Gefühl, im Allgemeinen. Es war eine ziemliche Verlustfolge. Kapitel 3 ist also das letzte, denke ich. Ah, na gut. Ich würde auf jeden Fall sagen, wenn ihr das Finale in der nächsten Folge nicht verpassen wollt, schaltet es immer wieder ein, wenn es heißt Silence. Habt noch einen wunderschönen leisen Tag und lasst eine Bewertung da. Wir sehen uns das nächste Mal. Bye, bye.